Howdy, folks, and welcome back to Coral Island. Oh, ich mache lieber ein paar Kuchen mit Jackfruit-Füllung. Mit frischen Früchten zum Abendessen. Jetzt ist die Saison dafür. Meine Güte, das klingt so lecker. Ich darf mit Onkel Raphael Volleyball spielen. Es ist nicht gut darin. Deshalb gönne ich immer. Yes. Vielleicht mache ich einen Online-Kurs, nur um meinen Horizont zu erweitern. Nicht jetzt, ich habe viel zu tun. Viel zu viel zu tun, aber vielleicht im Winter, wenn es kalt wird. Volleyball. Verflixt und zugenäht. Den habe ich nicht gesehen. Heiliger Ort. Violinenkäfer. Ja, nicht, auch nicht. Hippo, alles kann eine Inspiration sein. Blumentiere, Lebensereignisse. Schon dreimal jetzt. Ich upgrade. Sicher. Back tomorrow. Violinen
Brücke, Brücke. Stehst du zu Rittersporn, Macy? Naja, sieh dir das an. Ich danke dir. Charlotte. Hibiskus. Hibiskus. Vielen Dank, Hombi. Kannst du dieses Jahr Melonen an? Die sind bei uns sehr beliebt. Vielleicht gehe ich zu Sam und schaue, ob er Melonen zu verkaufen hat. Du weißt schon, um bei Dinda ein paar Punkte, Pluspunkte zu sammeln. Also Dinda mag Melonen. Schwalbenschwanz, da ist er noch abgehört. Alger Bereich. Actius Luna. Nein, nein. Der ist neu. Roter Admiral. Du scheinst mir eher der gechillte Typ Farmer zu sein, nicht so die hier runter von meinem Rasen sagte. Weißt du, was ich meine? Nein. Wir was verkaufen, schauen wir, ob wir was abgeben können. Das Luna. Thank you.
What's that? Okay. Der Gartenraupe. Hey, der Strand ist heute ja widerlich. Er riecht nach totem Fisch. Ich kann mir nicht vorstellen, bei dieser Hitze zur heißen Quelle zu gehen. Aber ich habe meinen Freund in Cem gehört, dass dieser Typ mit der Narbe im Gesicht im Sommer dorthin geht. Das Leben im Gasthaus ist wirklich nicht schlecht, besonders im zweiten Stock. Ja, im Sommer wird es wegen der kaputten Klimaanlage wirklich heiß. Aber nach Sonnenuntergang öffnet man das Fenster und die salzige Brise ist einfach göttlich. Ritter Sporn, ich danke Ihnen vielmals. Betty, vielen Dank, meine Liebe, das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Der Wind ist mir unangenehm. Ich sollte bald wieder zurückgehen. Nina. Hallo, schön dich kennenzulernen. Du kannst mich Nina nennen. Wie soll ich dich nennen? Ombi. Der Strand ist zu dieser Jahreszeit wunderschön. Noah, es ist dein erstes Sommer hier. Bist du schon aufgeregt, Zombie? Nö, nö, nö. Doppelter Fang. Ich koche daheim. Ich liebe es. Und ehrlich gesagt kann ich das richtig gut. Alles schon abgegeben, verdammt. Mir tut der Kopf, es ist das Licht, uff. Der
gespannt. Ich hätte heute nicht mit einem Geschenk gerechnet. Was für eine schöne Überraschung. Ein Geschenk, danke. Kleiner, was hat hier? Was ist, was ich denn schon abgegeben habe? Immer kontrollieren, bevor ich was verkaufe. Einer ist umgegossen. Librumbi, hast du schon mal was gebacken? Für mich ist ja das gut zum Stressabbau. Vielleicht gilt das auch für dich. Jedes Mal schicke ich dir hier ein Mondkuchenrezept, das du zu Hause backen kannst. Probier's aus. Mondkuchenrezept.
Thank you.